So, ja, ich hoffe mal, der Aufzeichnung hat begonnen. Willkommen zum Stream. Ich weiß nicht, warum hier alles noch Blackscreen ist. Aber wahrscheinlich begibt sich das gleiche, gut. Jedenfalls schaut gerne auf meinem anderen Kanal vorbei, wenn ihr das gerade auf YouTube seht. In der Videobeschreibung befindet sich ein Link zur Playlist von Hexit, also den dortigen Folgen. Und da ist auf jeden Fall alles besser als hier, finde ich. Also ich feiere den Content mehr. Also ich würde mir eher die Folgen dann nochmal angucken als die Streams, wenn ich Zuschauer von mir wäre. Aber naja, das nur so als Empfehlung. Dann gehen wir mal in diese Sache rein. Ich werde wieder ein bisschen meine nächste Aufnahme vorbereiten. Dazu nutze ich ja die Streams regelmäßig und ich versuche auch noch dieses Video hier oder diesen Livestream, wie auch immer man es nennen will, also die Wiederholung auf YouTube heute hochzuladen. Ich hoffe, dass ich das schaffe. Wird wahrscheinlich ein bisschen später als sonst natürlich, ne? Also eigentlich kommen die mal 21 und 22 Uhr. Naja, ich kann ja das einfach mal heute zu einer späteren Zeit bringen. Aber ich will es auch nicht erst Dienstag hochladen. Und ja, deswegen ist das schon die bessere Wahl, wenn ich das so mache. Ansonsten, warum da jetzt noch frei ist, weiß ich gar nicht. Ich dachte, wenn ich das schon behake, dann packe ich da auch ein Dings drauf. Naja, aber wir haben ja eh wieder mal alles voll. Da muss ich gleich gucken, wie ich das regel. Ja, ich werde das mal die Nacht überspringen. Die bringt uns gerade nicht so viel. Ich habe heute auch mal andere Musik an als sonst. So nebenbei. Ich muss aber dann in der Folge dran denken, die wieder zu wechseln, denn da ist es mir schon wichtig, dass das immer richtig ist. Guck lieber das Deutschlandspiel. Ach so. Ja, wieso guckst du es denn nicht? Ja, vielleicht gucke ich dann nochmal rein. Ich weiß es nicht. Irgendwie sind mir so komplette Fußballspiele in letzter Zeit zu lang geworden. Ich habe auch im September die schon nicht gesehen. Gegen Japan, obwohl das ja so eine Blamage war. Und dann auf einmal dieser Gewinn, weißt du, so komplette Gegensätze. Wäre eigentlich mal interessant gewesen, das zu gucken. Aber naja, ich gucke mir dann irgendwann nochmal die Wiederholung davon an. Ja. Passt dann auch. Da hat man das noch mitgekriegt, vor allem schön komprimiert. Und nicht so jetzt hier, dass man alles mitkriegen muss. Denn, ja, es ist immer schön bei einer WM oder so, aber ich will das jetzt nicht so oft haben. Irgendwie passt es mir oft dann einfach nicht, jetzt irgendwie so ein ganzes Fußballspiel zu gucken. Weil, ja, keine Ahnung. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen, weißt du? Und wenn dann irgendwie 3 Monate Pause wieder sind und dann auf einmal ist ein Spiel und man weiß es vorher irgendwie gar nicht und kriegt das dann mit, so am Rande, und denkt, oh nee, ich habe das überhaupt nicht auf dem Schirm und bin nicht dran gewohnt. Wenn das jetzt jede Woche wäre, wäre es auch nochmal was anderes. Aber ich finde, so, man ist wirklich davon entwöhnt, ne? Und findet nicht so richtig in den Flow rein. Und ich will halt keine Bundesliga oder sowas gucken, das interessiert mich nicht. Ich würde, wenn dann wirklich, geht's jetzt um die Länderspiele. Ja, sonst alles gut. Achso, du guckst es nebenbei. Genau. Das ist ja auch nicht schlecht. Wenn du das schaffst. Ja, ich könnte es auch machen, aber mir ist das manchmal zu stressig, dann beides. Naja, ich will mich aber jetzt erstmal hierauf konzentrieren. Ich muss unbedingt irgendeine Idee entwickeln, weißt du, man muss ja immer so auf Krampf auch kommen, wie nennt man das? Kreativ sein. So. Und das fällt mir gar nicht mal so leicht in dem Projekt. Ich weiß nicht, was hier los ist. Eigentlich gibt's ja genug zu tun, ne? Zum Beispiel, ich wollte da ja einen Boden reinziehen, ich weiß nicht wo raus. Dann hier muss alles voller Wasser werden. Müssen wir auch mal uns drum kümmern. Hier drüben, na gut, da
Der Berg, ja, das wird wahrscheinlich ähnlich bleiben, wie es ist. Aber hier muss nochmal irgendwas gemacht werden. Ich meine, einerseits ist es irgendwie gewollt mit diesem Ding, aber eigentlich auch gar nicht. Ist das Hexit? Ja, das ist Tiny Hexit 2, also... Nee, Tiny Hexit 3 heißt das Projekt, das Modpack heißt Hexit 2. Und... genau. Ich bin halt hier nicht mehr so drin in dem Projekt. Weil ich das relativ selten mittlerweile nur noch spiele. Und eigentlich wäre das kein Problem. Es ist halt nur dann ein Problem, wenn man ohnehin schon keine Ideen hat. Wenn ich jetzt genau einen Plan hätte und wüsste, okay, das und jenes, dann könnte ich mir auch mal eine Liste schreiben, okay, das als nächstes, damit ich einen Anstoß habe, aber ich weiß ja immer gar nicht, wie ich das strukturieren soll. Was ich dann als nächstes mache und so. Ich kann natürlich jetzt mal das mit dem Wasser machen. Muss ich halt gleich nochmal Wasser holen. Aber wir haben ja hier in dem Haus einen Brunnen. So. Ja, es hat jetzt erstmal eine relativ leichte Aufgabe. Da muss man nicht so viel nachdenken. Ist vielleicht ganz gut, weil wenn ich mir 10 Minuten den Kopf zerbreche und nicht vorankomme, sondern nur rumstehe, dann ist ja auch niemandem geholfen. Weißt du, das mag ich immer nicht. Dann lieber irgendwas angehen, was auf jeden Fall eh gemacht werden muss. Und ich glaube, das hier ist gerade ganz gut. Man kann natürlich sagen, naja, wieso baust du nicht erst noch die Wand aus und irgendwelche Lichter da rein oder so, aber das verkneife ich mir jetzt mal. Ich glaube, ich habe auch eh keinen Glowstone oder so. Deswegen ist das schwierig. So. Ja, dann können wir eigentlich gleich die nächste Schicht machen und das ja mal einsammeln. Ich hoffe, das geht hier richtig mit dem Wasser, dass das sich auffüllt. Aber ja, doch. Okay, sehr schön. Ist eigentlich TinyCR11 das neueste große Projekt, was erscheinen wird? Ja, also ist geplant, im Dezember wieder zu bringen. Ende Dezember oder so. Vielleicht auch Anfang Januar. Ich weiß nicht, wie Rita das dann geplant hat oder wie das auch wird mit Snow Village, aber da hätte ich auf jeden Fall eigentlich Bock drauf. Das heißt, wir bringen jetzt nicht Top Attack noch dieses Jahr, wie wir es erst dachten, sondern das kommt erst nächstes Jahr, weil ja die meisten dafür sind, dass wir erstmal Tiny CR machen. Ja, ich glaube, du, Erwi, du hast ja auch immer mehr Tiny CR gespielt als Top Attack oder lieber. Außer bei Top Attack 1 noch. Da war es anders, weil das irgendwie damals halt so echt ein guter Ersatz war für keine Tiny CR Staffel. Was ja über eine sehr lange Zeit eben der Zustand war. So, aber ja, Top Attack 2 und 3. Da war es ja dann nicht so oft da. Nur mal mit uns halt. Und ja, deswegen, also sind halt viele Leute für Tiny CR, das merkt man schon. Mit Top Attack können die alle nicht so viel anfangen, deswegen haben wir gesagt, okay, komm. Auch wenn Sano und die Gruppe um ihn jetzt lieber Top Attack hätten, sind ja eigentlich auch nicht wenige, ich glaube 5 Leute sogar. Ja. Aber trotzdem, ja, Rietze wollte es halt auch so und deswegen haben wir es jetzt so gemacht. Genau, bin by the way weg, gucke das Spiel weiter. Achso, Top Attack Quatsch meiner Meinung nach. Achso, komplett echt? Ich dachte, so schlimm findest du das jetzt auch wieder nicht. Na gut. Können wir ja später nochmal drüber reden, wenn der Zweck willst. Ja. Aber es geht eigentlich ganz gut hier mit dem Auffüllen, das ist doch nett. So. Dahin. Ja, hier ist ein Block zu viel dazwischen. Das ist gut. Ich muss übrigens mal gucken.
Ah, hier, die Sounds sind viel zu laut und die Musik soll eigentlich nur auf dem Level ungefähr sein. Das war noch von der Einstellung vom letzten Mal. Ich will heute eigentlich auch nochmal Tiny Mon spielen, ja. Und Tiny Infinity. Ich weiß noch nicht, ob ich alles schaffe zu streamen. Vielleicht mache ich dann noch Tiny Aura als Abschluss. Ah, das werde ich sehen. So. Jetzt ist das schon mal voll. Zur Not können wir später noch Licht ergänzen oder sowas. Jetzt überlege ich mir mal, was wir da oben reinziehen. Welches Material? Vielleicht einfach Birkenholz, weißt du? Ich will jetzt nicht so einen Aufriss machen und wieder ewig warten und überlegen halt. Sondern einfach mal anfangen und fertig machen das Ganze. Die Emerald Shards kommen woanders hin. Jetzt bin ich aber wirklich weg. Ist wie Tiny Tsaano etwas billiger. Ach so. Na gut. Warte mal. Ah, ist ja immer noch da. Oder das ist nicht immer aktuell. Oder die Chatnachricht kam jetzt erst. Ach, keine Ahnung. So, aber jedenfalls viel Spaß noch. Falls du noch da bist und... Ja, ich tu mal das da rein. Soll ich hier Slabs nehmen? Ich glaube, das wäre sparsamer, gell? Auf jeden Fall, dieses helle Holz passt gut zu dem Marble. Das war so der Gedanke dahinter. Und ich glaube, nach dem Stream gucke ich dann auch nochmal ins Fußballspiel rein. Das sollte ja noch gar nicht so lange laufen. Ich kann ja mal gucken gleich, wie der Stand ist. Ich werde hier einfach alles zubappen. Und da drauf könnten wir eigentlich Erde hinklatschen, wenn man so will. Ich wollte ja Farmen hier reinziehen, weißt du, mit Kühen oder sonst was. Aber vielleicht baue ich dann erstmal so eine Art Gerüst hier aus Marble wieder. Da brauchen wir noch viel, gell, insgesamt. Muss man auch mal überlegen. Ich werde dann das in der Folge irgendwie farmen. Das geht schon. So. Oh. Oh, da hinten. Sternschnuppe. Ich glaube, ich werde in einer Folge auch nochmal über diese Fußballthematik reden. Ist eigentlich ein ganz gutes Thema für ein Video. Ja. Das ist eigentlich ganz nice, wenn man hier im Stream sowohl Ingame-Sachen schafft, als auch, dass einem Themen einfallen für die Folgen. Ja, damit kann ich doch leben, ne? So. Ja, auf jeden Fall wird der Stream heute nicht lange gehen.
wir werden die 20-Minuten-Marke gerade so reißen. Und dann bin ich wieder raus. Ich muss mich nämlich dann ein bisschen beeilen mit Folgen aufnehmen und hin und her. Wenn ich zwischendurch noch Fußball gucken will, dann muss ich das ja auch noch beachten. Ich guck gleich mal nach, wie gesagt, nach dem Stand und so. Hier haben wir noch eine Workbench. Warte mal, wie viel brauchen wir? Reichen da 6 Stück? Ja, tatsächlich. Dann gerne. Das ist ja mal eine schöne Sache. So. Nix übrig. Ich gucke aber mal hier unten nach Marble. Ist das alles, was wir haben? Wie war denn das? Okay, hier ist noch was. Ah, das dürfte es dann auch schon sein, ne? Also, wenn mir nicht alles täuscht. Wir haben ja auch noch Slabs. Naja, gut. Kann erstmal die Nacht überspringen wieder. Aber wir haben gar nicht mehr einen Death-Counter an. Ist das neu? Hat sich das zurückgesetzt? Vielleicht mit einem Modpack-Update. Stimmt, das muss ich ja auch nochmal im Stream in der Folge ansprechen. Modpack-Update und Death-Counter. Ich schreibe mir das mal auf. Auf ein Schild. Hier haben wir eins. Modpack. Ja, passt schon. Death Counter. So, noch was? Ich weiß nicht. Vielleicht fällt mir was ein. Was ich da kurz niederschreiben kann auf das Schild. Oh, warte, jetzt wollte ich mal hier so ein Trick probieren, nur ganz schnell Blöcke unter mir setzen, während man da so hoch fliegt. Oh nee. Toll, nicht mal eine Crit Damage schaffe ich damit. Das wäre mal geil. Ah, die können hier, wenn die in diesem Laub stehen, nicht brennen. Das ist ja auch lustig. Ah, zu kurz. Na toll. Ey, es gibt immer nur die Extreme, weißt du? Entweder nichts fast oder ja, riesig hoch. So. Soll ich hier schon den Rahmen ziehen? Ich würde sagen, hier machen wir nochmal so eine Reihe dazu. Damit das so ein bisschen dicker ist und mehr markiert, also besser. So, dann kann nämlich hier Erde bzw. Gras rein. Gehen wir erstmal runter. Aluminium, Brass. Alter, hier sind ja komische Mengen drin. 4 Millibucket Blut. Ja, da können wir jetzt eigentlich den ganzen Rest drin lassen.
Kommt die da rein? Ja, glaub schon. Kann ich eigentlich Schilder bearbeiten? Nee. Das weg. Glas, stimmt. Und das Ding brauche ich. So, oh, Moment, wir machen mal die Teile hier weg. Ja, was das hier eigentlich sein soll, weiß ich auch nicht. Kommt mal hier rein. So, Kohle. Stimmt, da machen wir 7 weitere Blöcke draus. Ein Bogen. Wo soll denn das rein? Ach, hier waren Bögen. Na da. Ja, ich kann ja mal... Oh, das wollte ich gar nicht. Aber wir sind schon wieder bei 22 Minuten. Na, dann machen wir jetzt Schluss. Also danke fürs Zusehen. Und genau, ich stoppe hier den Stream. Also bis zum nächsten Mal.